Hallo und herzlich willkommen bei Whisky Turntable. Heute möchte ich mit euch wieder mal ein Le Dake von Signatory Vintage aus der Cask Ranch Collection probieren. Ihr werdet jetzt denken, Mensch, damit ist der Kerl doch angefangen mit seinen ganzen Videos. Ja, das stimmt auch. Ist jetzt sozusagen der zweite Teil. Und ich will heute zwei aus dieser Serie gegeneinander probieren. Geht mir jetzt nicht speziell darum, welcher besser ist, sondern eher, wo die Unterschiede liegen. Ich hatte ja damals das Fass 175? Ja, 175 probiert. Und das war jetzt auf jeden Fall aus der Cask Ranch Collection so mit das dunkelste Fass. Ich habe jetzt letztens nochmal gesehen im Internet, ja, in einer Gruppe, da hatte einer nochmal so eine Flasche organisiert und eine Teilung gemacht. Die hat sich ja zu einer richtigen ja, Halbflasche entwickelt, ja fast schon Legende, wie auch immer. Also die kostet 50% mehr als die anderen Abfüllungen davon. Und die anderen Fässer, zum Glück gab es ja 2015 noch reichlich davon. Ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt. Also allein in der Cask Ranch Collection gab es dann, glaube ich, noch 4 oder 5. Bis dann am Ende des Jahres sogar schon die ersten 2005er rauskamen. Als erstes mit 9 Jahren hatte ich einen gesehen. Und dann im Dezember sogar schon ein 2005er dann mit 10 Jahren. Sodass wohl die 2004er Fässer wohl durch sein werden, die jetzt mit circa 10 Jahren abgefüllt werden sollten. Ich hoffe, dass sie vielleicht was aufgehoben haben für höhere Jahrgänge dann. Das würde auch nochmal spannend werden. Ja, es gab da noch Flaschen für, ich weiß es nicht genau, also da auch in Facebook hatte ich gesehen, da gab es da lange Diskussionen drüber und ein paar, die da wirklich auf die Flaschen heiß waren, haben dann, die sich überall her organisiert, irgendwie. Die Hälfte von einem Fass wurde irgendwie für den Whisky Club Luxemburg abgefüllt, die andere Hälfte dann für, frag mich nicht ganz genau, irgendwie. Dann gab es noch ein Fass exklusiv für Dänemark und wie gesagt, die andere Hälfte von dem anderen Fass wurde irgendwo auch noch abgefüllt. Und bei The Ultimate, bei Van Wies in den Niederlanden, hatte ich ja bei meinem ersten Video schon Flaschen von gezeigt. Also die hatten zum Glück reichlich abgefüllt, aber es ist da viel auch weggegangen, also ihr findet wohl noch was davon, aber entweder ja bei eBay oder bei den teuren Shops, die dann da wirklich gleich richtig Asche für haben wollen. Ich hatte damals hier für den, ja, was war es denn jetzt, der 175er 75 Euro bezahlt. Also mittlerweile, ich glaube selbst die 9-Jährigen kosten jetzt schon, die jetzt raus sind, oder gut, mittlerweile wie gesagt die 10-Jährigen, aus 2005 kostet mittlerweile schon 89 Euro. Darunter spielt sich, glaube ich, gar nichts ab. Ja, schon verrückt, wenn so eine Flasche läuft. Und nochmal was vorab. Ich fand es total klasse. Ich dachte, ich drehe das Video, gucken sich eben ein paar Leute an. Mittlerweile waren es dann doch schon mehrere hundert. Und ich meine, mir geht es ja jetzt nicht um jeden Klick. Ich klicke auch mal ein YouTube-Video an, merke, das ist nichts für mich und mache sofort wieder weg. Aber ich habe viele Kommentare bekommen und auch viele Leute, die dann gesagt haben, Mensch, das hört sich so super an, muss ich auch unbedingt probieren. Ich besorge mir ein Sample oder eine Flasche und ich war da schon immer bange, nicht, dass die auf einmal sagen, Mensch, was hast du denn da geschmeckt? Die Abfüllung ist doch totaler Mist oder sowas. Kam zum Glück nicht. Ja, auch wo ich jetzt das Sample her besorgt hatte, der kannte mein Video auch und ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall war das wohl auch ausschlaggebend, sich dann auch diese Abfüllung zu holen. Denn, wie gesagt, ich habe mir hier ein Sample besorgt von der Flasche 171. Nochmal vielen, vielen Dank an euch fleißigen Bienen da draußen. Nimmt's mir nicht übel, ich wollte meine Flasche noch nicht anbrechen. Ich habe es letztens schon mal gesagt, ich habe ein offenes Flaschenlimit, wo ich eigentlich schon rüber bin. Und ich habe ja eine Flasche offen. Und ob ich jetzt zwei Flaschen wirklich davon zeitgleich offen brauche, weiß ich nicht. Da hebe ich mir dann lieber doch noch eine auf. So, ich hole mal die Gläser raus oder ich hole einmal die Flaschen raus. Sieht schöner aus. Ich meine, die Dose ist ja, finde ich, auch eigentlich zeitlos elegant. Und dann hier diese große Karaffe. So. Auch interessant finde ich, der Alkoholgehalt, der schwankt dann doch schon da ein bisschen, obwohl die Fässer ja alle gleich alt sind.
Ihr, der 171er hat 61,4 und hier habe ich, und der andere hat 60,4, 1% weniger. Andere Fässer, die dazwischen waren, hatten aber sogar 62 oder sowas. Fassmäßig 439 zu 544. Also eher hier 439. Stellen wir das Sample weg. Ich muss auch dazu sagen, dass das, glaube ich, die niedrigste Flaschenzahl war von dem, was ich gesehen habe. Ne? Und da stellt sich bei mir doch die Frage, sehr wahrscheinlich wird Signatory Vintage ja die gleiche Fassart da abgegeben haben vom Volumen. Hoffe ich jetzt, denke ich mir so. Und dann finde ich es doch schon enorm, dass hier nur 439 rausgekommen sind und hier über 100 Flaschen mehr. Vielleicht liege ich aber auch daneben in meiner Vermutung. Aber ja, dann wäre hier ganz schön viel, wie gesagt, an die Engel gegangen. Gut, dafür hat er kaum weniger Alkohol. Ja, lassen wir das. So, zwei Gläser. Ich fange mal mit hier meinem guten alten Bekannten an. Wer jetzt mit dem Video hier bei mir anfängt, ich blende das andere, mein Gott, ich blende das andere mal ein. Mache ich sonst eigentlich nie, aber hier mache ich das mal. Dann guckt euch erst das an. Ist dann, glaube ich, aufschlussreicher, weil ich will jetzt hier nicht auf jede Nuance da vom Geschmack eingehen, was ich ja eh nicht kann, wie ihr wisst. So. Sieht man genug, ja, ne? Ja. Sondern hier würde ich, wie gesagt, wirklich vergleichen. Das ist so eigentlich die Frage, wenn man sich so eine Einzelfassabfüllung gekauft hat, wie unterscheidet die sich denn jetzt von der nächsten? So. Die bleibt zu. Machen wir hier das Sample auf. 10 Milliliter. 10, 100 Milliliter. 10 CL. So. In etwa gleich. Ja, noch einen Schluck rein. So. Ich stelle sie mal hier hin. Dass man sie auch schön sieht. Ja, ein Glas. Jetzt muss ich sie doch in der Hand, Entschuldigung. Ich sage ja immer, von der Seite kann ich es nicht richtig sehen. Ja, der eine, auch im Glas ist der eine deutlich dunkler. So. Ich nehme meine Pipette. Wurde da letztens verbessert. Zu Recht, um Gottes Willen. Habe ich ja sonst nie das Ding, aber seitdem ich das mit diesem Whisky färben, das Ding, das erst in meine Hand genommen habe, ist echt praktisch. Ich muss ja hier doch schon einiges reintun. Oh, da tropft schon der erste. Ich mache das jetzt aber nicht irgendwie gleich, um Gottes Willen. So, sondern nur, dass ich da ein bisschen runterkomme. Danach nehmen wir so nochmal pur. Ich weiß, ihr könnt mir jetzt sagen, Mensch, wenn du das nicht gleichmäßig machst und, aber der Alkoholgehalt ist auch schon unterschiedlich und ausrechnen will ich es auch nicht. Aber irgendwie werde ich wohl einen Eindruck kriegen. Und jetzt eben erstmal vom Verdünnten. So, einmal ein bisschen schwenken. So. Ich habe hier eh schon so einen leichten Rauch. Ich meine, er ist ja rauchig in der Nase, macht schon Spaß. So. Ich werde sie auch. Ja. Ah. Boah. Stark, schon. Ich mag den Rauch. Ich empfinde den als lagerfeuermäßig, mehr so in die Richtung gehen. Auch wenn andere wieder vielleicht meinen, der wäre phenolisch. Ich kann mit diesem phenolischen, medizinischen immer nicht viel anfangen. Und ein paar Mal war ich dann doch schon im Krankenhaus. Also das ist für mich doch ein anderer Geruch. Kräftig, die Frucht versteckt sich. Finde ich, obwohl, wenn ich genau drüber nachdenke, da ist doch eine Menge Süße, die da mitschwingt. Also ich werde jetzt schon mal gegenriechen. Ah, der kommt anders. Auch der Rauch, also der Rauch ist gleich. Auch die Kraft, die man da schon, finde ich, spürt. Aber eben hier ist mehr Frucht. Definitiv.
tue da noch mal ein bisschen Wasser rein. Also das ist schon enorm, was mir da auch noch in der Nase sticht. So. Und wie gesagt, ich mache ja gleich noch die Probe pur. Keine Sorge. Richtig, da ist was, das ist eben immer noch die Begeisterung. Ich habe den jetzt seit meinem ersten Video nicht mehr getrunken. Irgendwie wenig Zeit gehabt, dann immer andere offene Flaschen, hier eben andere Videos gedreht. Ich kann ja nicht jedes Mal ein Video machen und den Ledaig trinken oder Ledaig, wie auch immer. Kräftiger, weniger Frucht, Fazit. Da war noch gut was drin. Oh, sehr gut. Richtig stark. Ich will auch eine gewisse ja, was Herbes. Was ja, seitdem ich letztens die Lafroix getrunken habe, habe ich so ein bisschen so dieses mehrmäßige. Dabei stelle ich mir ja immer vor, wenn Signatory sich die Fässer abfüllen lässt und die dann woanders lagert, weiß ich ja nicht, wie viel Seeluft die schnuppern. Aber seitdem habe ich das so ab und zu, dass ich dann auch so ein bisschen so salzige Meeresaromen, Seetang, diese Mischung habe. Da ist, Sherry ist da. Aber ich finde so aus dem Gedächtnis viel, viel schwächer als bei dem. Viel mehr Würze und Kraft und schon was Bitteres. Ja, zartbitter. Also jetzt nicht so eine richtige, irgendwie 30 Jahre deutsche Schrankwandeiche oder sowas. So schlimm ist jetzt nicht. Der ist richtig rau, finde ich. Aber positiv, positiv, ne? Aber auch jetzt einmal dieser klassische Sherry-Nachklang. Und wenn ich die Süße kommt und immer noch der Rauch da. Ich habe jetzt gerade mal einen Schluck genommen. Im Speichelfluss will ich euch erst gar nicht kommen. Hammertal. Absolut. Komm, ein Schlückchen Wasser, damit wir wenigstens so ein bisschen tun, als ob wir es aus dem Mund kriegen. Und das kriege ich nicht aus dem Mund. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, da zwei Fässer gegenprobiert. Und ich denke mal, das war von Signatory dieses Jahr auch die Abfüllung, worüber am meisten gesprochen wurde. Auf jeden Fall aus der Cask French Collection. Ich weiß jetzt nicht, was da in den anderen Serien da los war. Und dann eben der Vorteil, dass sie da eben zig Fässer von abgefüllt hatten. So, selbst wenn es dann immer nur irgendwie 500-600 pro oder irgendwie 500 so grob gesagt waren, dann habe ich, wenn die da irgendwie so gefühlt 8-9 Fässer abgefüllt haben, ja dann schon ein paar tausend Flaschen da draußen. Und wenn jetzt dieses Jahr wieder, wie gesagt, nochmal wieder welche kommen, dann haben wir wohl da, wer Signatory kennt, ich weiß von den Glenlivets füllen die irgendwie auch permanent ab. Ja, dann haben die da schon mal über mehrere Jahre bei den Brennereien dann da Fässer befüllen lassen. Also, ich vergleiche die jetzt beide. Sagt jetzt nicht, ich habe gesagt, dass hier das 175er Fass ein ruhiger Vertreter ist, aber in der Relation, finde ich, ist er etwas gesetzter. Macht nicht ganz so einen Dampfhammer. Boah, der ganze Mund trocken und süß gleichzeitig. Also war richtig
Er hatte den Mund voll, es war richtig trocken. Und dabei volle Pulle Sherry. Nicht so stark diese Würze. Jetzt bin ich so ein bisschen Seetang, seemäßig wieder. Was da zwischen dem Rauch und dem Sherry so irgendwie dazwischen hin und her kommt, aber sich bewegt. Aber eben im Vergleich, hier fehlt so ein bisschen dieser trockene Sherry. Oder ich glaube, also ich finde, ich verbinde das mit diesem Sherry-Einfluss. Richtig trocken hatte ich bei dem nicht. Und ich so, boah, eine Süße im Mund. Und dafür eben nicht so rau, also in Anführungszeichen. Musste mich so kaputt lachen. Ich habe jetzt letztens Video eingestellt vom, ja, lass mich kurz nachdenken, vom Elijah Craig. Den hatte ich als, ist ein Bourbon, hatte ich auch in Fassstärke da probiert. Und dann habe ich dazu gesagt, das Ding ist Krieg. Und hat dann einer kommentiert, ich habe das gar nicht so mitbekommen und meinte schon allein für den Spruch, wäre das Video ja Gold wert. Und da musste ich auch so lachen, aber das ist so ein ähnliches Kaliber. Ich glaube, ich habe es in dem Video dann da mit einem Abonnat verglichen von Abelauer, aber das ist auch so ein Teil. Also gerade der geht mehr Richtung Krieg und er geht mehr so Richtung, ja, Sadomaso oder so. Die schöne Seite des Sherrys und dann aber auch dieser brutale Rauch und eben auch noch diese Kraft. Also vielleicht kann man es damit vergleichen. Ne? Also wer so ein bisschen auf Fesseln und Schlagen steht, der ist hier genau richtig. Kuscheln ist da nicht. ja. Geht auf Whiskey Base. Guckt euch die einzelnen Fässer an. Es ist ja jedes einzelne angegeben. Und guckt euch die Kritiken an. Die fallen da auch schon unterschiedlich aus. Das habe ich nämlich auch mir angeguckt. Und habe mich dann eben auch, ja, da noch mehr verleitet, ein Video von zu machen. Da, wenn das da gleich gewesen wäre bei beiden irgendwie, dann hätte ich es glaube ich nicht gemacht. Aber da schwankte das auch schon. Und ich kann es nur bestätigen. So, die verdünnten einmal zur Seite. Jetzt einmal unverdünnt. So. Brauchen wir gar nicht so voll machen. So. Packen wir die auch richtig weg. Ja, jetzt nochmal spülen. Ich meine, den Alkohol kriege ich da jetzt eh nicht von der Zunge. Ich meine, da kommt eh noch mehr. So, dann fangen wir wieder mit dem 171er an. Ja gut, der Klassiker, sag ich ja fast bei jedem, ist dann eben nicht so offen, kommt nicht so viel raus. Aber kann man auch dran ziehen, also da ist kein Stechen in der Nase. Ein bisschen Stechen ist schon da, aber dann kann er anfangen zu husten oder dergleichen. Wie gesagt, diesen klassischen Refill-Sherry-Einfluss. Rauch habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, gleich ist es soweit. Kann ich auch nach dem Video hier aufhören. Gleiche Bild. Gedämpfter. Versteckt sich hinterm Alkohol. Bräuchte ein bisschen Wasser. Wollen wir jetzt nicht. Aber das gleiche, etwas abgeschwächter. Wie ich eben schon hatte. Eben fruchtiger und nicht so würzig herb rüberkommt.
eine gewisse Trockenheit hatte ich jetzt auch. Gut, Prickeln auf der Zunge ist klar mit 61%, um Gottes Willen. Süße, Refill, Sherry-Einflüsse. Ich finde, ich hatte jetzt nicht so sehr das Herbe und diesen Seetang hatte ich nicht. Ich meine, den Rauch, wie gesagt, er verbindet sich mit den anderen. Wenn ich ihn finden will, finde ich ihn. Nur der geht bei mir immer ziemlich schnell weit zurück. Und im Mund kommt er jetzt doch nochmal vom Rachen her wieder hoch. Und wie gesagt, dabei, so, auch wenn da First Fill draufsteht, finde ich im Vergleich so ein bisschen eben schwächer, weil ich eben so einen Hammerkandidaten habe, ne? Ja. Coole Sache, jetzt kann ja mal einer, wer vielleicht da die komplette Sammlung durch hat, ja mal alle 6, 7, 8 Fässer da probieren. Mich würde interessieren, ob die, wenn die gleich hell sind, ob die vom Charakter ähnlicher sind. Ob unser Auge uns das dann verstärken lässt, die Unterschiede. So vom Geiste her, nach dem Motto, Mensch, der ist ja auch dunkler, der muss ja auch anders schmecken. Und wenn die gleich hell sind, dass man das gar nicht so wahrnimmt. Oder ob sie wirklich eher gleich schmecken. Das sind so die Fragen, die stellen sich nur, ja, ein paar Whisky-Nerds, ne? So, jetzt hier mein Liebling. Mein, ja, Whisky des Jahres 2015. Ich habe gemerkt, irgendwie haben viele den VJs, die hier Whiskys präsentieren und vorstellen bei YouTube, ja, ihren Whisky des Jahres gekürt oder ihre Whiskys. Und dachte ich auf einmal, Mensch, habe ich ja gar nicht gemacht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Deshalb nachträglich Signatory Vintage Ladaque Fass 975. Ist doch die 900 da vorne? Ja. Whisky des Jahres 2015. Whisky Bibel AD. Wer will schon Kanadier im Glas haben? Nicht falsch verstehen, liebe Kanadier. Boah. Nicht falsch verstehen. Der ist gut. 171 ist gut. Aber das Ding ist der Überhammer. Ohne Scheiß. Der kommt rein. Und das ist so ausgeglichen. Ich will nicht sagen mild. Das wäre paradox hier mit 60%. Aber im Vergleich eben zu ihm hier. Er ist mehr so praktisch so ein Sturm hier im Nosinglas. Und er ist viel eleganter, ruhiger, aber immer noch mit dem Hammer dabei. Und eben viel, viel mehr Sherry. Wie ich es eben schon sagte, das ist total atemberaubend, finde ich. Wenn man das jetzt runterbricht auf dieselbe Brennerei, dieselbe Fassart, beides erst befüllt, beides mal oder beide Male identisches Alter, auch wenn der eine von mir aus jetzt ein paar Tage dann älter ist. Ja, 2 Monate sozusagen. Ja, das ist doch faszinierend. Also, da ist das doch wieder richtig geil, Single Malt Fan zu sein, oder? Ah, herrlich. Ganz im Ernst. Ja, Kinder, ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung teilen. Ich denke, wenn ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid, wohl auf jeden Fall. Ja, und mal gucken. Falls einer noch ein anderes Fass offen hat, schreibt. Vielleicht mal noch ein drittes Video, wenn ihr mir ein Sample schicken wollt. Und ansonsten in dem Sinne, macht's gut. Ciao.